Willkommen zu Frage und Antwort im Kita-Recht und heute mit einer ganz, ganz, ganz banalen Frage, die uns in unseren Seminaren immer wieder gestellt wird, die völlig berechtigt ist. Es gibt keine dummen Fragen. Insofern auch dies ist keine dumme. Es ist nur eine sehr einfache, sehr globale Frage, nämlich woher kommt sie eigentlich, die Aufsichtspflicht? Nun, die Aufsichtspflicht ist bei den Eltern. Und zwar ergibt sich das erstmal ganz originär aus Artikel 6 des Grundgesetzes. Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, für ihr Kind zu sorgen, auch die Pflicht, nicht vergessen. Und im 1631 BGB ist dies nochmal genauer ausgestaltet. Bei den Eltern ist also die Aufsichtsverpflichtung für das Kind. Diese Aufsichtsverpflichtung, das ist zwanglos möglich, kann übertragen werden. Sie kann übertragen werden, wenn das Kind zu den Nachbarn rübergehen soll und dort spielen. Dann ist stillschweigend die Aufsichtspflicht, würde man sagen, zumindest zu einem großen Teil, an die Nachbarseltern übertragen worden. Frei nach dem Motto, hier ist mein Kind, passt mal gut drauf auf, wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Genauso können Eltern die Aufsichtspflicht, die sie innehaben, auf den Kindergartenträger oder den Hortträger übertragen. Dies geschieht einmal vertraglich durch den Betreuungsvertrag und tatsächlich durch das morgendliche Bringen und nachmittagliche Abholen des Kindes, dann wird es wieder beendet. Der Träger seinerseits überträgt wiederum im Rahmen seiner verbleibenden Verantwortung für das Große und Ganze die ganz konkrete Verpflichtung zur Aufsicht auf die pädagogische Leitung der Einrichtung oder wer auch immer zu dem Zeitpunkt dann für die Kinder insgesamt verantwortlich ist und diese Person wiederum auf die jeweiligen Facherzieher und oder anwesenden Praktikanten, mithelfenden Eltern, wer auch immer dort in der Einrichtung zur Aufsicht gerade bestellt ist. Auch die Fachkräfte ihrerseits können wieder die bei ihnen angebrandete Verpflichtung zur Aufsicht ihrerseits übertragen. Also auch eine Fachkraft, ein ganz normaler Erzieher, eine ganz normale Erzieherin können sagen, oh, wir brauchen im Moment eine helfende Hand. Liebe Mama, lieber Papa, bleib doch noch mal kurz da für 10, 20 Minuten und pass mit mir zusammen auf die Kinder auf. Hier hat sich gerade eine Situation ergeben. Auch das ist möglich. Natürlich muss auf jeder Stufe die Person oder in dem Fall der Träger, die juristische Person meistens, die zur Aufsicht verpflichtet ist, gucken, wem übertrage ich das Ganze denn? Ist diese Person geeignet? Ist diese Person verlässlich? Ist diese Person bereit, sich meinen Anweisungen zu fügen? Dann ist es ohne Probleme möglich, dass es eine ganze Kette gibt, von den Eltern zum Träger und von dort hinab bis zur Person, die ganz konkret an der Arbeit mit dem Kind betraut ist.